Lena Lotzen und Viktoria Schnaderbeck. Eine gute Viertelstunde nach dem letzten Heimspiel der Bayern-Frauen in dieser Bundesliga-Saison. Es war nochmal ein ganz spezieller, emotionaler Abschiedsmoment für die beiden langjährigen, verdienten Bayern-Spielerinnen. Wie auch schon etwas mehr als 2 Stunden zuvor bei der offiziellen Verabschiedung kurz vor dem Anpfiff. Ja, klar war der nicht einfach. Hier stecken viele Emotionen drin. Hier sind sehr viele Jahre irgendwie vergangen, in denen ich jetzt hier war. Und man kennt sehr viele Gesichter, man sieht viele vor dem Spiel, während dem Spiel und so. Und das ist dann schon sehr, sehr emotional. Und der Moment an sich war jetzt auch kein leichter. Nach 8 Jahren beim FC Bayern sagt die 24-Jährige ebenso Servus wie die Österreicherin Vicky Schnaderbeck, die sogar 11 Jahre lang, seit 2007, bei den FC Bayern Frauen spielte. Ja, das war natürlich sehr emotional, vor allem weil viele Bekannte und Familie da waren. Und umso schöner war es, dass wir heute die 3 Punkte erholt haben. Das war alles Wichtigste und ja, da war es jetzt ein runder Abschluss. Für das gesamte Bayern-Frauenteam und für alle 5 Abgänge, denn neben Lotzen, die zum SC Freiburg wechselt, und Schnaderbeck, die in Zukunft für die Frauen des FC Arsenal spielen wird, wurden auch noch Verena Wieder, Laura Schorsch und Faye Wank verabschiedet. Der Rahmen für diese emotionale Abschiedsvorstellung absolut angemessen. Die FCB-Frauen erstmals auf dem FC Bayern Campus mit tollem Rahmenprogramm und gleich vor einer Rekordkulisse in dieser Saison über 2100 Zuschauer im Topspiel gegen den bereits feststehenden Doublesieger aus Wolfsburg, gegen den die Bayern 8 Tage zuvor so unglücklich das DFB-Pokalfinale im Elfmeterschießen verloren hatten. Nun sollte vor den Augen von Lotzen, die verletzungsbedingt leider nicht mitwirken konnte, und Schnaderbeck, die auf der Bank saß, sowie auch von Frauenbundestrainer Horst Rubisch eine beeindruckende Revanche gelingen, mit eindrucksvollen Momenten, wie nach dem 1:0 Dominika Skorvankovas Hutabverneigung und Jubel mit der scheidenden Schnaderbeck. Nach der 2:0 Halbzeitführung durch Fridolina Rolfö gelang den Gästen in der zweiten Hälfte nur noch der Anschlusstreffer. Am Ende eines mitreißenden Topspiels konnte das Team von Tom Wörle einen verdienten 2:1 Heimsieg und damit als Tabellenzweiter vor dem letzten Spieltag die quasi sichere Champions League Qualifikation bejubeln. In einem würdigen Rahmen auf dem FC Bayern Campus für alle Beteiligten. Das war eine Rosine, ja, kann man sagen. Wir haben uns extrem darauf gefreut, all die Wochen schon endlich mal hier spielen zu dürfen. Und wenn man jetzt sieht, was das Publikum hier veranstaltet hat, ja, die Atmosphäre hat uns auch nochmal beflügelt. Absolut, ich glaube, es war ein krönender Abschluss, weil der Campus bietet schon einiges. Ja, klar, war irgendwie ein besonderes Spiel, ich glaube, für die ganze Mannschaft, für uns als FC Bayern Frauenabteilung, das erste Mal hier am Campus im Stadion und dann die Champions League hier klar noch sicher gemacht. Das war ein besonderes Spiel, auf jeden Fall. Mit einem Abschied von 2 ganz besonderen Spielerinnen in der Geschichte der Bayern Frauen. Also es ist schwer, ja, weil auf der einen Seite sieht man natürlich auch die Spielerinnen an sich, die nochmal einen neuen Weg einschlagen wollen. Aber wir haben hier so eine tolle gemeinsame Zeit gehabt und die beiden galten wirklich, also waren ein Teil von unserem Kern. Und 2 ganz tolle Persönlichkeiten auch. Insofern war es heute auch vor dem Spiel mal echt kurz, war schon eine gewisse Wehmut dabei. Aber wir wünschen beiden alles Gute, wer weiß, was im Sport passiert. Manchmal trifft man sich wieder. In diesem Sinne, Servus, hoffentlich auf ein Wiedersehen. Danke für alles und alles Gute. Lena Lotzen und Vicky Schnaderbeck.